Na, er ist der Chronist. Jemand, der Dinge aufzeichnet über einen gewissen Zeitraum. Ah, okay, danke. Ja, das lief jetzt nicht so gut. Also auf jeden Fall nicht so gut wie Kate. Ja, vor allen Dingen auch die eine Vorhersage kann jetzt nicht mehr stimmig sein. Aber okay. Den scheiß Schraubenschlüssel und. Gib mal, Mark, wacht auch mal wieder auf. Der ist ja noch Dünnbrettbohrer. Im Basement, oder? War der nicht? Wir sind noch im Bastelkeller. Hat er denn da Kabelbinder? Mhm. Eindrehen, eindrehen. Absolute Saw-Vibes. Absolut. Absolut. Fehlt nur noch die Säge. Wie hat er denn das jetzt geschafft? Also er hat das Rohr kaputt gemacht und sich zeitgleich die Kabelbinder... Ja, er ist halt ein richtig krasser Fasamacker. Das ist der neue Zaubertrick. Tja, der wird bestimmt total happy sein, wenn er jetzt davon erfährt, wie das so lief. Ja, er muss ja nicht die Wahrheit hören. Sondern das heißen. Ja, Jamie erzählt doch die Geschichte, oder? Also, wenn es keine Aufzeichnung gibt. Dann... Also, es sind noch zwei Charaktere von Benny am Leben und einer von mir. Mark? Ja, wobei ich jetzt gerade am Ende die Entscheidung für deinen Charakter ja selber gefällt habe mit Jamie. Also, ja, auf den Knopf. Wir alle zusammen, ne? Der Chat hat genau. Ja entschieden, irgendwie. Und so ist es halt. Okay, wir sind jetzt draußen. Wir sind draußen. Wie schön. Und sie halt nicht. Okay, aber wenn er sie jetzt verfolgt, ist auch meine Theorie dahin, dass die damit da mit dabei ist. Also Mitwisserin oder Mittäterin. Hier kommt Jackie. Ein bisschen mehr Gas solltest du, glaube ich, schon nehmen, irgendwie. Oh, nächste Fenster. Alter! Oh, schön festhalten. Alter, schön nasse Dach. Alter, wie schnell ist der Typ? Kick it! Verpiss dich! Aber die Maske wird einiges aushalten, wenn die aus so einem Harnzeug da... Mit Holz ist, ja? Oh, schau, Knappkissi, wir sind ja, und euch schaffen. Super, Benny, super. Verstecken. Wir spielen jetzt Hide and Seek. War schon immer gut im Verstecken. Hallo. Tu doch wenigstens so, als ob du irgendwo da hinten Geräusche machst, indem du einfach ein Geräusch... Wirf doch irgendwas da hinten hin, Mensch. Oder Marc, mach unten irgendwie Lärm oder so. Ui, und jetzt kommt diese Szene. Aber das tut es, wir haben noch den Schraubenzieher. Wir haben noch den Schraubenzieher. Rechte Maustaste, Benny. Sehr gut. Haben wir hinbekommen. Wie bitte? Was war? Oh, haben wir hinbekommen? Haben wir alles? Oh! Haben wir hinbekommen? Oh no. Oh.
pump, 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 pump. Ja, das hat er jetzt nicht gehört, ne? Nee, genau. Genau. Feuertreppe. Runterspringen. Nein, falsche Richtung. Jetzt willst du kämpfen, ja? Jetzt willst du kämpfen. Oh, der war mal gar nicht so schlecht. Nein! Ich hab doch 2 Sekunden später gedrückt. Ja, lol! Okay. Oh. Wir haben Schweine. Ja, wir leben noch, wir leben noch. Schweine habt. Schweine habt. Ich hab mich jetzt aufgespießt irgendwo. Das haben wir alle. Das haben wir alle, Benni. Aber mit Glück ist Mark jetzt am Start. Ja, was soll er machen? Helfen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich meine, er sieht ja jetzt so nicht aus wie die letzte Luftpumpe. Sie rennt. Okay. Alter, und er. Ja! Er transportiert sich. Wie, war so schnell runtergekommen und sie konnte nicht vorher wegrennen, oder was? Teleport. Europalette, da stand wieder eine Europalette. Okay, jetzt sind wir. Oh Gott, wenn das jetzt ein Labyrinth hier wird, dann bin ich aber aufgeschmissen. Ich glaube, Benni, genau das wird es nämlich sein. Oh, das wird nicht gut gehen. Rechte Maustaste. Ja, das geht trotzdem nicht gut. Sehr gut. Ich warte noch drauf, dass sich irgendwann das ändert. So mittendrin. Oh, das wäre fies. Okay. Wir sind safe. Entkommen aus dem Labyrinth. Ja, jetzt ist die große Frage. Verändert sich was oder kann ich mir... Oder bleibt alles so, wie es ist? Und ich könnte mir jetzt so... Das sieht jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht so nach verändernden Wänden aus, würde ich sagen. Vorsichtig. Okay. Also, versucht ihr ruhig einen Weg einzuprägen. Okay, das sieht schon mal sehr interessant aus. Könnte aber auch ein Bait sein. Kann ich hier raus? Nee, schade, das ist einfach. Meinst du einen Honeypot? Genau. Ja, hier so, ne? Also, weil es sieht sehr baitlastig aus, aber wir gehen erstmal woanders gucken. Guck mal, hier ist nämlich noch so ein Bild. Merken wir uns mal. Gucken erstmal hier, das ist bestimmt eine Sackgasse, wollte ich gerade sagen. Wieder eine Vorhersehung. Können wir uns verstecken in der Ecke, vielleicht? Hinterm Sessel? Na, ist das möglich? Hier sind noch mehr Bilder. Achso. Hier lang. Ja, nee, würde ich... Weiß ich nicht. Nee. Das ist... Nee, da gehe ich doch lieber den anderen Weg lang. Da gehe ich lieber hier lang. Hallo? Wer? Sag mal. Sie kann sonst wo überall durchkrauchen und allem drum und dran, aber hier kann ich jetzt nicht durch, oder wie? Ja, wir Splitter. Kann sie Splitter einreißen? Oh, okay. Obwohl Tunke so aussieht, als wenn sie da durch könnte, ne? Okay, gut, dann springen wir eben halt hier runter. Cool. Frage wäre so. Jetzt, wenn du nach neben angehst, irgendwie müsstest du da eigentlich sehen, ne? Das Loch da oben. Also ich müsste das hier... Warte. Nee. Hier war doch aber gerade noch was. Oh, guck mal hier. Hier ist die Lösung! So, jetzt wäre es natürlich noch cool zu wissen. Ich bin immer ein Fan von Grusellabyrinthen. So, wir sind. Sind wir hier? Also, wir sind ja wahrscheinlich hier. Wir sind da, ja, würde ich sagen. Das heißt, das Auge da drüben irgendwie rechts, ist das eine Kamera oder ein Ausgang? Weiß ich nicht. Weil. Also, hier sieht es aus, als ob das ein Ausgang ist. Hier rechts könnte auch ein Ausgang sein, aber da kommen wir schwer hin. Mhm.
Also geradezu, links, links, hoch, runter, links, nee, da, da kommen wir wieder hier hin, macht ja gar keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn, warte mal, wir gehen mal von dem hier aus. Lalalala. Nee, doch, ist schon richtig. So, dadurch, hoch. Also quasi jetzt, wenn du vom mittleren Punkt ausgehst, ja, gehst du nach oben, denn... Also wenn ich von hier aus ausgehe? Genau. Na, ich kann jetzt nicht aufzeigen, wo das... Gehe ich jetzt hier lang, oder was? Und hier bin ich auch gekommen. Naja, ich weiß jetzt nicht, welche Ausrichtung das ist. Aber ja, ich würde tatsächlich sagen, ja. Weil, macht's nicht hier? Weil hier ist das, mal, das ist Durchgebrochene. Genau. Oh Gott, Freunde. Ich sehe uns da schon scheitern. Ach, jetzt hier durch? Weil von hier sind wir doch gekommen. Also von hier sind wir doch runtergesprungen. Hier kommen wir nicht mehr hoch wegen Stacheldraht. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich nach hier links. So, und dann hört es auch schon wieder auf. Schön. Oh, was ist denn hier? Ah, warte mal, ist das das Zentrum? Ja. Oh! Oh! Oh Mann! Mann, oh! Okay, ich gehe jetzt nochmal zurück und guck mir das so fies, jetzt Alter. Noch mal an, weil ich dachte, das Zentrum wäre... Ach, guck mal hier, deswegen, okay. Und unsere Karte ist eins links daneben. Das heißt, wir sind eigentlich hier. Da so, in der Ecke. Kann sein, ja, genau. Oder, warte mal. Nee, auch nicht. Hä, wie, wo haben wir denn den Blick auf... Doch, nee. Hier, also... Also, nee. Leute, solange Benny sich noch versucht, irgendwie zu zentrieren innerhalb der Karte, Lotterli, wenn du Bock hast irgendwie, wir haben noch einen YouTube-Kanal irgendwie, wenn du Lust hast irgendwie, kannst du nachher mal vorbei switchen und dann ein Abo dalassen und dich natürlich mal durch die tausenden von Videos, die wir haben, durchklicken. Ne? Würde uns sehr freuen, helft dem Kanal zu wachsen, ihr Lieben. Klar ist das eine Sackgasse, und jetzt? Okay, also nicht nur Lotterli, auch alle anderen, die noch nicht auf unserem YouTube-Kanal mehr waren. Also ich mache jetzt hier Trial and Error, Freunde. In der Hoffnung, dass ich mich nicht ganz verlaufe und nicht ganz so bescheuert bin, aber es gibt hier gerade aktuell eh nur diesen einen Weg, den ich latschen kann, weil alle anderen sind Sackgassen. Dankeschön, Dankeschön. So, hier ist kein Bildchen, da ist noch ein Bildchen. Ja, okay. Wir gucken uns erstmal hier um. Oh, was haben wir denn hier? Spielzeug! Und vielleicht finden wir noch Münzen. Echt? Asatoma, wenn du Bock hast. Hier will ich echt nicht sein. Ja, ich möchte hier auch nicht sein. Komm, nimm das Fahrrad. Nimm das Fahrrad. Oh, was haben wir da? Ein Schachbrett. Schachbrett. Hm. Schachspiel. Passend. Okay. Ja, sieht ganz gut aus, Benny. Naja, es gibt ja auch kaum andere Wege. Also alles andere sind ja Sackgassen. Witzigerweise. Bis auf jetzt hier. Aber das wird hier wahrscheinlich auch wieder eine Sackgasse sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Daher ist es gar nicht so ein Labyrinth, sondern, ja. Ja, ein lineares Labyrinth. Ja, das Schöne ist, dass du jetzt halt nicht noch die ganze Zeit die Typen im Nacken hast. Ja, das wäre jetzt richtig... Oh, geht, Alter, ein hässlicher Puppenhaufen. Das wäre jetzt richtig fies. Um was zu lesen? Ah, oh, Bennys Charakter. Ja, das ist zwar mein Charakter, aber wir gucken uns erstmal hier die wunderschönen, Puppen an. Könnte schwer, da stehen jetzt drei Zahlen drauf oder so. Ihr könnt wetten. Genau, mal gucken, steht hier wirklich was? Nee, hier steht nichts. Aber die sehen alle nicht mehr so gesund aus. Das ist eine kleine Bar gebastelt, das ist ja toll. Ja, die Puppen haben sich selber eine Bar gebastelt, auch geil. Oh, wir wollen mal was trinken. Okay. Cecile. Was ist mit Conny und mit dem Hund, Katze, Maus, keine Ahnung, Haustier? Egal. Ich weiß, er ist dein Sohn, aber ich habe dich deinetwegen geheiratet und nicht deines Sohnes wegen. Außerdem liegt es in der Verantwortung deiner Ex-Frau, ihn davon abzuhalten, etwas Dummes zu tun. Nicht meiner. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich wegen dieses Ausflugs jetzt schon depressiv. Ich hatte etwas anderes im Kopf, als du meintest, du würdest mich auf eine geheime Insel entführen. Mir ist es egal, dass er Harrison Lee, der berühmte Horrorautor, ist. Du arbeitest nur für ihn, du musst nicht auch noch mit ihm Urlaub machen.
Können wir etwas Zeit nur zu zweit verbringen? Cecil. Ja. Kann man irgendwo nachvollziehen. Berechtigt. Berechtigt. So, ich bin immer ganz froh, dass Stevie sich von Natur aus Charaktere raussucht, die immer sehr viel Text zum Lesen haben und ich dann glücklicherweise Charaktere habe, die einfach nur eine Seite haben. Nee, der Grund dafür ist tatsächlich, dass ich bin der Kumpeltyp, verstehst du? Normalerweise bei deinen Spielen musst du lesen. Ja, nee. So, was haben wir denn hier? Nee. Oh Gott. Warte mal. Ja, wir werden es wahrscheinlich aktivieren müssen, ne? Ja. Wir gucken aber erstmal, weil wir hatten nämlich hier blitzt. Oh, da oben ist was. Ja, da blitzte was auf. Wir kommen nicht hoch. Aber das sieht aus wie eine Kamera oder so? Oder eine Lampe? Wenn ich hier hochspringe? Nein. Stacheldraht. Aber vielleicht findet man eine Leiter. Das fängt auch schon mal an wie du. Eine Leiter. Hier kommen wir auch nicht hoch. Okay, schade. Hier sind, oh, guck mal, hier kommen wir hoch. Okay. Gut. Warte mal, geht's hier auch noch weiter? Ganz kurz nur mal um die Ecke schmulen. Ja, gibt's hier noch eine Münzen? Münzen! Oh, ja. Yep. Ist das eine Münze? Oder? Ich sehe gar nichts. Es ist super dunkel. Yep. Oh ja, Münze! Eine Zehnermünze. Ja gut. Schwing. Über 50 Münzen. 53. Ja. Das gefällt mir. So, hier haben wir nämlich einen Switch. Ah, schön, Nebel. Den müssen wir bestimmt mitnehmen. Ja, macht sich ganz besonders gut bei so einem Wetter. Wenn so ein Hebel umzulegen ist. Ah, guck mal, siehst du, das ist sogar in meinem Schnellmenü. In meinem Inventor. So, aha. Ach du Scheiße, jetzt schon wieder das Geheimnis der drei Muscheln. Ah, okay. Wollen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. So, okay, probieren wir nochmal. Nee. Ja, schade. Ist alles Lichtschalter, schön. Ja, aber ich gehe davon aus, wir müssen jetzt die Kabel verfolgen, um da den Schalter zu drücken. Schön, dass er da wenigstens runterhüpft. Achso, aber hier kann ich nicht durch. Okay. So, dann hier gehen die Kabel lang. Die Kabel gehen hier lang, gehen jetzt nach rechts. Da gehen wir jetzt auch nochmal gucken. Ach schön, guck mal, hier ist... Tada! On-off. Ja, setz mal den neuen Hebel, den wir gerade gefunden haben. Im Regen. Kids, don't try this at home. Und... Snipp! Okay. Gibt es jetzt ein Zeitintervall, dass ich da ganz schnell hin muss, oder habe ich alle Zeit der Welt? Naja, das Schlimme ist, wenn du falsch, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du falsch drückst, dass die Sicherung rausknallt und du dann immer hinlaufen musst. Na, pass auf, ich würde jetzt nämlich mal was ausprobieren wollen. Und zwar, wir hatten doch vorhin von, wer hat denn vorhin im Chat geschrieben, Mitte, links, rechts? Na, ich glaube, es war Lotterli, ne? Oder Astratoma? Das kann ich. Ich würde jetzt mich ausprobieren, Mitte. Links. Astratoba raus. Weil zuerst die Musik, dann das Drehen. Oh, Resident Evil, Alter. Come on. Aber die Kombination stimmt. Ja. Nice. Schön. Vielen Dank, Astratober. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Hallo? Du musst einfach wie so eine Puppe so... Kletten. Kletsch. Okay. Jetzt sind wir... Wo? Also, eigentlich ist es ja auch wieder blöd, weil jetzt sind wir ja wieder in irgendwelchen Gebäuden drin. Gerade eben waren wir wenigstens draußen. Also, ich meine, wir hätten jetzt nirgendwo hin flüchten können. Hurra! Ulrika! Aber. Ja. Dann gucken wir uns doch mal die Zeitung an. Die Zeitung von heute. Guten Morgen, Chicago. Wir beginnen unsere Sendung heute mit einer Eilmeldung.
Die Polizei hat nun bestätigt, dass es sich bei der Leiche, die beim Brand in einer verlassenen Lagerhalle im Stadtteil Fulton River gefunden wurde, um den vermissten FBI-Agenten Hector Monday handelt. Aha. Monday wurde als der Killer-Agent identifiziert, dessen jüngste Mordserie die Einwohner von Chicago in Angst und Schrecken versetzt hat. Ein Sprecher der Polizeibehörde Chicago bestätigte, dass Monday 4 Morde begangen hat. Einen davon gestern Abend. Es handelt sich um den Polizisten Patrick Stanley, einen erfahrenen Beamten mit 22 Jahren Berufserfahrung. Das Feuer wurde heute Morgen gegen 5 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die geborgene Leiche war durch Verbrennungen völlig entstellt. Doch die Polizei konnte Monday anhand zahnärztlicher Unterlagen identifizieren. Na, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Ich behaupte mal nein. Also, nee. War nämlich der Zahnarzt von Agent Monday. So, für ein Scheiß. Ja, ist halt schwierig, ne? War es nicht? Normalerweise werden die ja immer an diesen zahnärztlichen, wie sagt man, Untersuchungen irgendwie identifiziert nachher irgendwie. Ja, aber kannst du solche Befunde oder beziehungsweise auch solche Zahndinger, kannst du die nicht ja, ne, du kannst die Akten fälschen. Du kannst tatsächlich sagen, hier, nimm jetzt meine Akte, packe die in diese Akte, nimm Akte von Leichte, packe die in diese Akte. Und schon hat Monday irgendwie keine einzige Blombe gehabt. Monday. Ansonsten, wenn der tot wäre, wer soll denn jetzt der Mörder sein? Es wird Monday sein. Also bin ich ehrlich. Das wird der Typ, das ist... Weil der Stanley wird's nicht sein. Stanley, hast ja gehört, ne, mit dem Bericht und so, der war das nicht. Der ist ja, der war ja in dem Haus von Agent Monday und vor allen Dingen die FBI-Jacke. Officer Stanley. Ja, nee, Officer der Stanley. Ist, ja, nee, er ist tot. Da bleibt's nischt. Also ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwas überlebt hat. Der war zu random. Hand? Wie Hand? Wo Hand? Hier, achso, Puppe. Oh Gott, erschreckt mich doch nicht. Ja, man hat tatsächlich gerade die Kamera war gerade sehr fies irgendwie, weil nur noch so. Die Hand hoch hat es. Ist es jetzt clever, hier zurückzugehen? Um sich erstmal hier oben zuschauen? Und alles verriegelt und verrammelt, Alter. Überall ja scheiß Stacheldraht da oben drauf. Ja, aber hier könnte man doch. Also, nee doch nicht. Nicht wirklich. War das hier? Gibt's hier nochmal Münzen? Oh, guck mal hier. Kurt Hall. Kurt Hall. Publizist. Okay. War ja, das hier irgendwie? Nee. Einer der Toten. Können wir das hier aufmachen? Nein. Was ist das hier? Eine Sonnenuhr. Die Sonnenuhr! Wo, ne? Also. Ja. Der Corpus Delicti, wie es so schön heißt. Okay, dann. Gehen wir doch vielleicht einfach weit, weit weg von der Sonnenuhr? Warte mal. Gibt's hier noch was? Nee, schade. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach nee. Ach nee. Einer von denen ist doch safe. Oh nee. Oh. Soll ich durchrennen oder. Ja, komm, ich renn durch. Nee, okay, ich kann nicht durchrennen. Ich kann es nicht steuern. Es ist doch jetzt nicht der Ernst. Der da hinten. Nee, oh Gott, die haben ja alle Handschuhe. Ich wollte gerade sagen, das ist der Einzige, der Handschuhe hier anhat, aber. Nee. Nee, der ist es nicht. Der hat noch Handschuhe an. Der ist es auch nicht. Der ist es nicht. Der kann es nicht. Der ist es. Oh, du kleiner. Mann, Alter. Was ist denn Scheiße? Oh. Die Axt! Ja, nimm sie! Ja, die hat er von der Hand gehabt. Ja, dann nimm sie! Das war die Vision mit dem Sessel. Wenn wir einen Sessel sehen, dahinter verstecken. Okay. Wenn wir einen Sessel sehen, Versperren, wegrennen. Wegrennen! Runnen! Oh, das war wirklich eine fiese Szene jetzt da, ey. Jedes Mal, wo man weiß, dass es kommt. Ja, absolut, absolut! Du machst doch nicht. Mach das Brett auf! Was? Ja, das ist doch. Hör auf! Hier kommt Shaggy!
Ja, was hast du jetzt erwartet? Fassen Sie mich nicht! Ich warne Sie! Wo ist denn eigentlich Mark? Sie fällt ganz schön häufig runter. Hat die das jetzt überlebt? Ja. Also, glaube, sobald keine eindeutige Todessequenz da ist, survived. Das mag. Mark ist am Swimmingpool. Lässt sich da ein bisschen gut in der Penner. Achso, von hier sind wir gekommen, ne? Okay. Gut, dann gucken wir uns erstmal wieder um. Was hier. Okay. Ich dachte, da liegt jetzt wirklich eine Leiche, aber das war zum Glück nur so ein Ding jetzt moments. Verdammt! Verdammt! Die Tür ist verschlossen. So. Dramatische Aufzoomung auf die Klinke, ey. Verdammt, so. Verdammt. Ich muss wirklich, glaube ich, von dem hier irgendwie so ein bisschen das Blitzlicht nehmen, weil du siehst halt mit ihm nichts. Okay, hier dieses Fensterkreuz. LOL, wie hell das auf einmal war. So, und jetzt? So ein Kecher? Kecher? Können wir die nehmen da hinten? Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich mir das da ansehe? Kannst du da rein? Nope. Can you open this door? Is there nothing to open it? Aber dafür brauchen wir irgendwas, um das einzuschlagen. Oh, warte mal, kann ich das hier nehmen? Auch nicht. Schade, schade. Ich sehe schon, komm, wir müssen in den Pool zu diesem Mannequin da anschneiden. Na komm. Spring mal runter. Mach mal ein Foto. Beziehungsweise Blitzlicht. Ja, na dann geh mal hin, na. Was hat er denn am Schoße versteckt? Gar nichts. Guck mal da in seiner. Himmel. Igitt, das ist ja eine echte Hand. Ja, und auf einmal ist da ein Schlüssel vor der Hand. Nicht in der Hand, sondern vor der Hand. Oh, das schüttelt mich. Changing Room. Der Umkleideraum, aha. Ja, dann lass uns. Okay, gut, dann ab in den Umkleideraum. Hüpf mal hoch. Der war hier hinten. Erstmal noch mal Blitzlicht. So. Ja. Wo ist denn, kurze Frage, wo ist denn Charlie eigentlich, die alte Schraube? Charlie ist. Der läuft noch verwirrt rum. Ich weiß gar nicht, wo der gerade wirklich steckt. Das war jetzt aber. Ah, trockenes Handtuch, vielen Dank. Toll. So, gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nee, okay, danke. Warum? Ach du Scheiße, Alter. Ja, jemand in die Umkleide, wo das Blut drunter ist. Wunderbar. Oh, du Scheiße, Alter. Was ist hier passiert? Kopfschusshinrichtung. Oh, stimmt. Ist irgendwas da drunter? Das sieht halt immer so frisch aus. Sag mal, das muss doch schon ein bisschen her sein. Eigentlich ja. Oh, jetzt wird das doch wirklich. Was war das? Na klar, natürlich. Ich sehe nichts. And he see nothing at all. Das ist alles. Kannst du dich noch daran erinnern, dass der hier irgendwie erstickt ist? Ja. Ja, aber wann mit die fließende Wände? Ich glaube. Ja. Hallo? Macht hier nicht sowas, Freunde. Na denn? Münzen! Ah ne, ist ein Ring. Ich hab gar keine Münze. Warum hörst du jetzt auf, dich zu bewegen? Weil das einfach eine creepy, unheimliche Puppe ist. Harrison und Louis Lee. What? Was war das? Oh! Oh Gott! Oh Gott! Alter! So, wirklich! Ey, man glaubt ja nicht, dass ihn so ein Spiel so auseinandernehmen kann, wa? Was zur Hölle?
Ja, da ist irgendwie, glaube ich, ein Kopf hingegangen oder irgendwas. Okay. Oder eine Hand. Du Scheiße, Alter. Kann ich hier rüber? War mit Jamie, die da gerade reingeflogen kam, oder was war das? Oh, Leute, hier. Warum machst du hier auf einmal Licht an? Oder war das vorhin auch dieses automatische Licht? Also, ich muss ja mal sagen, ich habe ja über den Ab... Der Anfang hat mich ja ziemlich, ich sag mal ganz blöde, gelangweilt. Der war irgendwie blöd. Fand ich doof irgendwie. Aber meine Fresse, was das jetzt an Fahrt aufnimmt hier, dieses Spiel. Also, das, jetzt ist ja die ganze Zeit hier oben. 180 bis 400er Puls. Muss ich wirklich sagen, irgendwie. Richtig krass geworden. Noch. Fuck you, Mann. Also, ich glaube, das schreckt mich jetzt eigentlich ja nicht mehr so. Irgendwie. Eigentlich ziemlich cool. Du bist gerade hier vom Stuhl gefallen. Münze? Eine Münze. Ach, meine Münze, Alter, bringt uns doch nicht. Wir nehmen sie mit. Wir wissen nicht, wofür. Wir nehmen sie mit. Vielleicht können wir uns ja freikaufen oder so. Das wär's ja. Oh, dir fehlt eine Münze. Hand ab. Okay, jetzt klettern wir nochmal durch. Wenn es jetzt nochmal so ein paar Jumpscares gibt hier, ganz ehrlich, dann muss ich kurz ein Päuschen einlegen, weil ich muss den erstmal kurz runterkommen. Na, Benni, so da will ich nicht anlügen, aber ich glaube, es wird nicht besser. Ja, wir gucken jetzt mal weiter. Chat, jetzt euch genauso irgendwie? Also, das ist doch jetzt wirklich zum Fingernägel abkauen, oder? Oder sind wir jetzt hier nur so ein Schisser? Was? Oh. Was ist denn bitte? Was ist er denn... Mann, was ist er für eine Backkartoffel, Alter? Oh, guck mal, da ist Charlie. Na, guck mal. Auferstanden aus Ruinen, Alter. Pass auf, Charlie kann jetzt als einziger wegrennen. Mark. Vielleicht kann er ja Mark retten, wenn er gerade schon irgendwo runtergerutscht ist. Finde oder eine Mark. Okay. Warte, hier war was. Untersuchen. Münzen. Jetzt finden wir ja Verhältnis viele Münzen auf einmal. Ja, ja. Aber. Ja. Aber wir können ja auch mit denen nichts machen, also. Naja, das ist wahrscheinlich halt für das Extraspiel. Irgendwie, wenn du durch hast, irgendwie kannst du dir irgendwelche Konzeptzeichnungen kaufen und so ein Mist über das Spiel. Mark, bist du hier? Mark, red mit mir. Mark? Oh, bist vernagelt. Ja. Könnte klappen. Ja. Alter, wahrscheinlich noch keine Rollen dran und nicht, Alter. Das bewegt erstmal keiner so schnell. Sendet das Schild wirklich auf so einem Wagen. Aber Chat, sagt mal, wie ist das denn für euch irgendwie? Ist das jetzt nur für uns, die wird ja zu spielen so krass? Oder ist das für euch auch wenigstens ein bisschen krass? Oder schreibt ihr einfach nicht mehr, weil ihr bloß noch so da sitzt? Ich schaff das. Denk dran, hier muss sich niemand für Interaktion schämen. Okay, wir müssen hier rüberklettern, um da auf die andere Seite zu kommen. Verstehe. Und nun? Kriegst du das Ding ja trotzdem nicht da raus, oder? So, und jetzt? Ich schlimm gerade. Okay, Junge. Verständlich. Ich schlimm gerade. Kann ich jetzt hier hochklettern? Nee, natürlich nicht. Wo kann ich denn jetzt damit hin? Also, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich das Ding hier bewegen kann? Da können wir zu irgendeiner anderen Mauer klettern? Ja. Warte, kann ich hier hoch? Also, kann ich das so drehen? Das ist einfach so, über die eigene Achse dreht das Ding. Und jetzt hier so hoch? Komm auf, ey. Hallo? Nee. Also hier komme ich auch wieder nur rüber, von wo ich ja gerade gekommen bin. Also macht ja gar keinen Sinn. Ja, und hier rüber. Kannst du das Schloss von innen öffnen? Ganz blöde. Ach so, ja, das... ja, halt, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ja. Ne, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie das rauskommt. Schön. Ja, manchmal sind es so ganz einfache Lösungen. Manchmal ist sie... Also... Aber manchmal ist es so. Ja, manchmal sieht man die Wald vor Bäumen nicht. So ist es halt einfach. So, guck mal, da oben ist nämlich der Stacheldraht nämlich schön weg. Schön passend, dass wir hier rüber klettern können. Na dann. So, lass los. Kletter hoch. Knack und die Knister hier, ey. Knack und Back. Und jetzt sind wir doch eigentlich
weg vom Gelände, oder? Geile Perspektive gerade. So mit dem Pfff. Mike, hier nochmal? Just do it. So. Gibt's hier noch was Schönes zu finden? Warte mal, kann ich hier einfach rüber? Hallo? In Aktion, Open World. Nix war das nicht der Weg, den auch Kate und Jamie am Anfang gegangen sind? Jetzt fragst du mich was. Dies weiß ich nicht zu 100%. Or is it another way? Ja. Danke, Vater. Okay, warte mal, hier kann ich rüber hüpfen. Bringt mir gar nichts. Außer dass es sportlich ist. Guck mal hier. Ist ja der dynamische, Alter. Mann, ist das, ey. Ist ja ein schlimmerer Knacker als bei Blair Witch, ey. Das ist die Frage, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts? Wir gehen mal nach rechts. Welche Und Hunde? Ich höre einen Hund. Und das ist... Da habe ich nicht so Lust drauf. Ach du, hier geht's wieder raus. Rein, meine ich. Hier gibt's bestimmt wieder Münzen. Ja, Münzen. Fünfer Münze. Conny? Und ja, wir werden Conny, beobachtet. Könnte Conny sein. Wie Conny? Da kommt der Hund der Morellos. Wir hatten doch diesen Wassernapf gefunden. Oder die Fressnapf. Ja. Und Vater schrieb grad, Conny? Alte Conny? Dann. Oh, such doch mal nach Conny. AKA Cerberus, ja genau. Ich weiß nicht, ob ich. Also Conny sah. Unverpasskabel. Ja, nee. Einfach nee. Na komm, der kann uns helfen. Ja, der kann aber auch einfach hungrig sein und sagen, jo, du bist mein Appetit. Ach, Quatsch. Ja, Quatsch. Geh mal nochmal zurück, Benny. Ja, warte, ich will erstmal ganz kurz gucken. Nee, aber hier gibt's nichts. Oh, hier könnte ich rüberklettern. Wo soll ich nochmal gucken gehen, bevor ich jetzt hier rüberkletter? Na, genau, oder in dem Gatter, da drin. Hier soll ich nochmal reingucken? Ja, ja. Also ich meine, ich kann hier nochmal rübergucken. Weil aus... der Perspektive kaum. Schnusepiesel! Aber da komme ich nicht hin. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, was man ruft, ist, was ist schon, wenn ich den anderen Weg hier? Weil hier konnten wir uns ja schon entscheiden. Ob links oder rechts. Weil hier könnte ich nämlich nochmal runter. Also, dann glaube ich. Da mal runter. Platsch. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich hier. Komme ich hier noch weiter? Das ist gar nichts, ne? Nee, okay. Kannst du was zur Seite? Nicht. Ist hier noch was? Nee. Warum kann ich hier hin? Einfach wegen der Aussicht? Ja, ist klar. Wegen der guten Aussicht. In der Landschaft. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Wo schaut der denn immer hin? Oder steuerst du seinen Kopf? Nee, ich weiß nicht, ob ich den Kopf steuere. Nee, oder? Aber der hat dann immer zu einer... Okay. Mist! Oh, Conny! Also hätte ich so ein Schisser, Alter. Charlie, geh da runter. Ach da ja. Nur auf der anderen Seite des Ohrs. Ja, hol's verdammt! Ach, so. Mann, den könnte man noch so schön umschieben. Der hat doch auch nur Angst. Okay. Bonus immer freigeschaltet. Bonus! Kann ich hier durch? Kannst du das Brett einfach... Warum solltest du? Ja, man kann das Brett nicht einfach wegschütteln? Ja, dann machst du einen Mark. Dann fällst du los da runter. Ach du Scheiße. Okay, Stevie, dein Charakter? Drei Wege. Naja, dann nehmen wir erstmal geradeaus, weil das sieht mir ja nur so nach Claim-Areal aus. Hier vorne können wir mal gucken. Schreit nach Münze. Münze! Ja, so klein ist das Areal gar nicht. Aber wir klettern erstmal. Ach du Scheiße, Alter. Kletter mal hier hoch. Einfach um zu gucken, ob es hier Münzen gibt. Nee. Ja, wahrscheinlich ist das bloß ein großes Areal, was man irgendwie so beklettern kann. Aber jetzt ist die Frage, gibt es hier vielleicht eine Münze? Also hier in diesem Zwischending? Nein. Und hier auch nicht und da auch nicht. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Nee. Tja, dann ist die Sache wohl klar. Dann balancieren wir nochmal hier drüber. Oh, so ein Ding, was man hätte vermeiden können. So 30 cm Brett und so.
Oh, scheiße. So, hier kommen wir ja dann, ne? Genau, also okay. Hier sind wir. Ja, hier hätten wir jetzt von oben runtergekommen. Ja. Ich will nur mal kurz abchecken, ob wir hier noch irgendeinen Hinweis haben. Weil guck mal, hier können wir nämlich rüberhüpfen. Hüpf! Nicht, dass es hier noch was Schönes gibt. Warte mal, kannst du rechts dich vorbeischlawenzeln? Rechts, 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 dreh ich mal um. Hier kann ich auch noch mal hoch. Warte mal kurz. Was ist das hier? Jetzt sieht so nach runtersperren aus. Okay, geht hier. Also wo Klippe vorbei? Ich? Ja. Links, nee, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Jetzt vorne an dem Baum. Rechts. Nee, okay. Nee, das ist hier schon eine Wand. Schauen wir denn. Aber oh, was ist hier denn trotzdem das hier nochmal? Ja, rinhüpfen. Fahrstuhl, Schacht. Oh lol, du hast recht. Spitten. Okay, ja. Hüpf doch mal. Nee, willst du nicht noch vorher woanders gucken? Also, wir können ja noch. Wo willst du denn jetzt noch? Willst du da. Du wirst da unten wahrscheinlich vor einer verschlossenen Tür stehen. Würde ich jetzt mal so tippen. Ja, du willst also die Münzen nicht finden. Ach, scheiße, was durch die Münzen hier? Hey, die Münzen sind extrem wichtig. Für? Weiß ich nicht. Wir müssen noch Mark finden. Ja, Mark, der ist auf verloren Posten. Mark ist müde. Okay. War jetzt ja nicht so schlimm, wie ihr dacht, ne? Sieht jetzt dramatischer aus als ja. Immer. Das ist Mark! Mark! Falsche Taste! Hände weg von mir! Charlie! Ich war trotzdem Mark. Hast mich zu Tode erschreckt. Und du mich fast getötet. Dachte, du wärst du mit. Du hast was? Oh. Bin so froh, dass wir noch leben. Da kommt die wahre Freundschaft. Ich wäre fast in Flammen aufgegangen. Ja, haben wir gesehen. Ihr habt's gesehen? Auf einem Bildschirm. Hier ist alles verkabelt. Wo ist der Rest? Mark, sind Sie sicher? Aaron ist tot. Was? Ja, du Matt. Ah, verdammt nochmal. Könnte ich hätte uns da Charlie mit unter der Decke ihr stecken? Der Körper wurde. Meinst du? Aufgeschlitzt. Also warum wurde er denn fast verbrannt? Ich meine, okay, er hat die Chance gehabt, sich zu... Wir retten. Wurden beim Versuch zu entkommen getrennt. Dumet hat hier alles mit sämtlichen Fallen hätte versehen. Ein Motiv. Wir sind auf ihn reingefallen. Wir müssen hier weg. Zurück zur Fähre. Ist außer Betrieb. Wir haben beschlossen, zum Leuchtturm zu gehen. Versuchen, Notsignal zu senden. Woher gibt weiß er denn, dass die Fähre außer Betrieb ist? Jetzt, wo du es sagst. Ich dachte, ich sehe das nie wieder. Alter, jetzt hat er seine scheiß Kippen, ey. Also nee, die Kippen sind immer noch irgendwo drapiert worden. Wir werden die nicht rauchen, Alter. Vergiftet. So. Aha. Also auf zum Leuchtturm. Okay. Na dann. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Schon besser. Oh, irgendwann sagt mir, dass die Kiste da oben runtergeschoben werden muss. Ja, also, aber ich dachte, wir sollten, also, ja, okay. Komm, kletter mal hier hoch. Ja, rübergehüpft. Wunderbar, hoch, geht mal. Frage, weil hier hinten ist doch schon ein kaputtes Fenster. Wozu sollte ich jetzt noch eine Kiste nehmen? Oder? Also ja, ich sehe das auch, weil die Kiste halt so schön dahin gestellt ist, aber ich will mal ganz kurz gucken, ob wir hier an das Fenster rankommen, um in das Haus und durchs Haus zu rennen. So nach Motto. Ja, genau, weiter, 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 weiter. Nächste Fenster. Weil hier ist doch offen. Na dann. Ich meine, wir trennen uns jetzt schon wieder von Mark. Bin ich ehrlich. Ja, es ist halt nicht unbedingt... Ach du Scheiße. So, jetzt machen wir erstmal vorsichtshalber mal vorwärts. Ah, krass, was sie sehen, irgendwie, wie sie sich langsam so die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Ja. Und Curry macht Vorhersagung. Was? Wo sind wir denn jetzt? Nein, ist das etwa ein Trailer für den nächsten Teil, der kommt? Ins Weltall? Also, okay. Also, wie wahrscheinlich ist... das Szenario, dass wir uns nochmal Raumanzüge anziehen und okay, im Weltall sind. Das ist, bin ich ehrlich, sehr unwahrscheinlich.
Karten friemeln. Ja, ich finde es auch mal so geil, du musst als allererstes diese Aktion machen, damit du jetzt erst das Auswahlmenü hast, um mit der Karte zu interagieren. Jetzt machst du so ein bisschen links und jetzt... Oh, schnipp. Tja. Ja, jetzt krabbel die nochmal an und... Oh, gut. Stevie hat wieder was zu lesen. Ich blende mich kurz aus, weil ich mal ganz kurz gucken, ob meine Frau schon da ist. Darf doch nicht wahr sein, Alter. So, warte, viel Spaß, ich bin kurz weg. Ja, Patientenakte. Name des Patienten. Ich lese jetzt mal ein bisschen langsamer, wenn Benny jetzt nicht zum Scrollen kommt. Monday, Hector Whalen. Familienarzt, Charles Brown, MD. 30.08.1972. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seiner Mutter begleitet, die mir berichtete, Hector würde über Unwohlsein und Müdigkeit klagen. Die Untersuchung ergab, dass Hector leicht unterernährt ist. Ja, er ist untergewichtig und seine Haut ist bleich. Außerdem habe ich für die Mutter 2 Milligramm Diazepam bis zum 3-mal täglich bei Bedarf verschrieben. Schlösserknacken schafft Benny beim ersten Mal. Okay. Gehen wir nochmal zurück? Genau. Okay, 27.09.1972. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute nach einer Krankenhauseinweisung wegen akuter Bronchitis in meiner Praxis untersucht. Hector war während des Unterrichts zusammengebrochen. Er hat sich in den 2 Wochen seit der Krankenhauseinweisung gut vom Virus erholt, der wahrscheinlich aufgrund des durch Mangelernährung geschwächten Immunsystems leicht Fuß fassen konnte, als er mit anderen Kindern in der Schule in Kontakt kam. Bei der Untersuchung von Hectors Brust entdeckte ich Blutergüsse an seinen Unterarmen und Schultern, die durch grobes Spiel in der Schule verursacht wurden. Hector wurde geraten, solche Aktivitäten zu vermeiden. Der Mutter geraten, in der Nähe von Hector nicht zu rauchen, vor allem während seiner Genesung. Ich werde in einer Woche einen Folgetermin vereinbaren. 4.10.72. Ich habe Hector heute auf meinen Wunsch in einer Praxis untersucht. Er hat sich fast von seiner Bronchitis erholt. Die Blutergüsse sind schlimmer geworden. Sie wurden durch beträchtliche Gewalteinwirkung hervorgerufen. Eher durch einen Erwachsenen als durch Schulfreunde. Arrangieren Sie einen Folgetermin für die nächste Woche. 12.10. Ich habe Hector heute auf meinen Wunsch in meiner Praxis untersucht. Warum fängt er nicht immer damit an? Er wurde von seinem Großvater George begleitet. Hectors ursprüngliche Blutergüsse sind verblasst. Mein Großvater wollte, dass ich mir Hectors Beine ansehe. Die Knöchel sind geschwollen und weisen Schnittwunden auf, als ob er gefesselt worden wäre. Der Großvater vermutete, Hectors Mutter komme nicht mit ihm klar. Arrangieren Sie für nächste Woche einen Folgetermin mit Hectors Mutter. Alter. Okay. Who the fuck ist denn, wer ist denn jetzt Hector? Na, ja, ist eine gute Frage. Aber ist jetzt noch keine Vorgeschichte zu... Das, was wir gerade gesehen haben? Nee, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also wenn, könnte halt Hector der Typ sein. Vielleicht ist Mr. Mann, also Agent Monday, doch tot. Und Hector ist unser Triple H. Das könnte auch sein. Ach so, weil 72, naja, kommt da hin, ne? 72 war es schon 7 Jahre alt, dann jetzt noch 30 Jahre älter, 37, naja. Hört man jetzt nicht... selten irgendwie, dass halt Kinder, die unter extremer Gewalteinwirkung halt irgendwie ihre Kindheit verlebt haben, irgendwie, na, dass sie natürlich auch halt anfällig. Achso, ja, 57. Sind. Der Vater hat gerade schreibt, weil ich ja 37 gesagt habe. Ja, 57, ja, ich habe mich verrechnet, nochmal 20 Jahre vergessen draufzurechnen. Okay, vergiss es. Okay. Hector. Ich schreibe mal Hector Fragezeichen auf. Hector! Okay, aber das war jetzt auch der einzige Raum, also weiter mehr können wir hier in dem Raum nicht machen. Also, ne, wir sind jetzt nur hierher. War das wahrscheinlich doch wichtiger als wir dachten. Oder könnte es noch wichtiger sein, als ihr dacht. Wo ist er? Platsch. Okay. Okay, gut. Ich gehe von aus, warte mal, wir gehen jetzt erstmal nochmal zu Mark. Marki Mark, öffnen. Geht nicht. Lass mich raten, wir brauchen jetzt die... Also rum. Rauf. Kiste? Tja, wie nur? Ja, wie kommen wir da? Mal, ich kann. Also. Ja. Bewegung? Push the crate. Ich komme hier nicht weg. Sonst Mark eingekeilt? Sag mal. Jetzt.
so. Marc, mach doch nicht sowas. Gut, dann holen wir uns die Kiste. Und wir packen die da irgendwo rüber. Wahrscheinlich müssen wir so umrumschieben. Umrumschieben, also großer Schatz. Wir müssen die Kiste umrumschieben. Anstelle, dass er auch Marc gar keine Warnung gibt. So, Vorsicht, Kiste. Nö. Lass ihn einfach da unten noch stehen. Naja. Ich muss mich raten, wir müssen ihn jetzt wahrscheinlich hier hinpacken, weil die Treppe werde ich es nicht hochschieben können. Ja, wie ich es gerade schon zusammenstammelte. Umrum. Ist doch klar, was damit gemeint ist, oder? Schieb umrum. Warte mal, was gibt's denn hier noch zu sehen? Eine Treppe. So, oh, ein Boot. Ist da ein Boot? Gib mal. Kannst du weiter ran? Nee, kann ich nicht. Ach, das ist, vielleicht kannst du von oben mehr sehen. Ja, das ist gut. Oh, guck mal hier. Ich glaube nicht. Ich glaube, er fällt direkt rein. Ich bin wieder drin, wa? Ja, toll. Das ist ja, das ist, oh ja. Sie wünschen? Die agieren auch gerade alle nur noch nonverbal miteinander. Was stinkt hier so? Oh, jetzt, okay, sorry. Was ist denn das überhaupt für ein Raum? Ach, für Fischer oder was? Da draußen ist ein Hund. Hab ich auch gesehen. Zum Fische zerlegen oder was? Wofür ist dieser Bestimmt Raum? Bestimmt hast du ihn mit deiner Panik verschreckt. Also, das sieht nicht aus wie ein Fisch. Nee, aber grundsätzlich, wozu sind diese Tische? Die sind doch eigentlich zum Abspülen und die sind am Ufer, nee, also können es nur Tiefkühltruhen können eigentlich nur zum Fische verlegen sein, zerlegen. Fische verlegen. Fische verlegen? Ich hab doch meinen Fisch verlegt. Oha. Hier hat okay, der auch noch mal so ein. Und, ach du Scheiße, das Ding. Okay. Ich dachte, vielleicht sehen wir hier noch was, aber nee, wir sehen sie mir nichts. Das wo Geile ist, du siehst doch nie einen Rechner. Du siehst immer nur Monitore stehen und Tastaturen. Nie irgendwo einen Rechner. Doch, da unten links. Hast du ihn gesehen? Da, warte. Ach, hier. Da. Oh, ist aber dreckig. Da steht doch keiner einen Rechner hin mit dem Lüfter nach vorne. Oh, warum passiert das jetzt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich wollte mir nur einen Rechner angucken. Ja. Ich hab gar nichts gemacht. Oh, gar nichts. Nicht, dass jetzt Marc darin erstickt. Oh. Das könnte natürlich jetzt auch noch passieren, stimmt. Und jetzt? Hm, wir machen hier jetzt gerade an meinem Rechner dran. So. Brassas. So Verlauf löschen. Okay. Ach komm. Oh, hier liegt ein Stück Blech. Mangt dem ganzen Schutt. Ach. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen für uns. Fuck. Leise. Ja. Bleib ruhig. Okay. Bleib ruhig und dann. Als ob das nicht auffällt, dass da. Hallo! Oh no. Okay. Okay. Rechte Maustaste. Ja, ist das da. Und hier und da. Das ist ja wunderbar. Okay. Cool. Wir kommen zwar nie wieder raus, aber cool. In der Zwischenzeit ist Marc nebenan erstickt. Wir hatten auch bis jetzt nicht die Szene gehabt mit dem, mit dem Sessel. Ja, stimmt. Also vielleicht kommt die noch. Ist ja mitunter öfters mal so relativ wirklich zeitverzögert gewesen irgendwie. Ja und. Oh mein Gott. Was macht er da? Er konserviert seine Opfer. Oh fuck. Warum? Weil sie ihm etwas bedeuten. Okay. Trophäen. Oh ja. Kennt sich jemand ganz schön aus? Trophäen und so. Hm,
macht ja ein Dem Jäger... Dem scheint sehr viel zu wissen. Glaubst du, wir haben es mit mehreren Personen zu tun? Ja. Was meinst du? Sich um alles hier zu kümmern, die Roboter, die Fallen? Schafft das ein einzelner Mann? Es ist nur er. Ein getriebener, sehr gestörter Mann. Ja, das, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wir gehen uns erstmal hier oben ein bisschen umgucken. Vielleicht ist er Arzt. Schreibfaller. Wer? Der Mörder? Wahrscheinlich. Ach du Scheiße, ey. Mann, das ist aber auch wirklich ekelhafter Shit. Dann war da. Münzen! Nee, Klamotten. Nee, Ehering. Von? Harrison und Lewis. Der zweite Ehering. Eieieiei. Okay. Warum? Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Kann man machen? Muss man nicht machen. Oh Gott. Warte mal, wir gehen noch mal kurz nach oben. Ich will ganz kurz wissen, was da oben noch ist. Oder? Also, ne, hier in dem Raum. Vielleicht finden wir ja hier noch einen weiteren... Ach du Scheiße, Toten? Nee, ich dachte mehr so an Notiz. Nicht unbedingt... an sowas. Okay. Dead bodies everywhere. Dead bodies everywhere. Ja. Würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt der Sessel demnächst kommt. Ja, gebe ich dir recht. Können wir über den Schrank hüpfen? Links von dir? Achso, links, nee. So. Dann fahren wir rechts. Nee. Achso, hier? Wahrscheinlich ja. Okay. So, weil. Was war das? Bei das Ding können wir wahrscheinlich hier runter schieben. Müssen wir wahrscheinlich auch. Für Mark? Überlege mal, was der für ein Lärm macht. Er konnte immerhin den Brustkorb öffnen und das Herz freilegen, ja. Stimmt. Hoffentlich hält das. Das ist... Ja, ja. That's right. Was sehen wir hier? Also außer... Die Bretter? Das offensichtliche. Wie war da? Hier gibt's noch was? Oh, eine Tasse. Ja, oh, hier. Ein Kassettenrekorder. Ach, Schädel. Jetzt bedien ihn nochmal. Die Steuerung ist manchmal echt... Hakelitsch. An alle Einheiten hier Zentrale. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt. Der Verdächtige ist Special Agent Hector Monday vom FBI. Er ist möglicherweise Hector Monday. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mondays Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue, Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden. Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Scheiße. Hier wird's brenzlig. Zentrale, das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist unterwegs. Er ist noch drin. Hören Sie mich. Er ist noch da drin. Krass. Hector Martinez. Quatsch. Hector Monday. Das ist auch geil. Hector Martinez. Hector auch mit so einer geilen Überzeugung einfach. So Hector Martinez, ja. So, okay. Hier ist eine Leiter. Ich wollte gerade sagen Treppe. Aber ja, aber ist lebt ja er noch oder lebt er nicht? Irgendwie. Also, ja, scheinbar wird er ja dem irgendwie, muss er seinen Tod vorgetäuscht haben. Ne? Würde ich jetzt auch so sehen. Gab es hier noch weiter? Ne, hier gibt es nichts weiter. Gut, dann lass uns... Ja, zwei Bretter. Ach du Scheiße, und er hat da Höhenangst. Ach so, ja, da war ja was. Höhenangst. Na, dafür macht er aber sehr solide. Auf eben Brett. Stimmt. Okay.
Der Wackelkandidat hat es ganz locker geschafft. Tja, Charlie, sieht scheiße aus für dich, glaube ich. Na dann, lass uns mal rüber hüpfen. Nein. 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 Ich wiederhole mich ungern. Ja. Danke. Guck mal, jetzt war das zweite Brett wieder da. So, okay, der Leuchtturm. Wir kommen. Der Leuchtturm. Achso, das kriegen wir jetzt ohne irgendwas hin. Okay, Leuchtturm, da kommen wir jetzt hin. Lol. Sie ist sehr lange gefallen. Sehr, sehr lange. Jamie. Am Waldweg. Die kommt jetzt auch zum Leuchtturm? Die trifft jetzt erstmal noch Conny. Finde durch den Wald. Das war jetzt aber gerade ein Lag. Kommt mir so bekannt vor. So, wir schauen uns erstmal kurz um, falls wir noch ein paar Münzen finden. Münzen! Aber sieht nicht nach Münzen aus. Oh doch, warte, hier. Da war was. Münzen! Ich wusste es doch. Irgendwo gibt es hier Münzen. Ich finde mal Münzen. Ich sag dir, das wird wahrscheinlich halt so enttäuschend sein, was wir nachher für diese Münzen bekommen. So gar nichts. Kriegt gar nichts. So. Wir machen hier Parcourslauf. Komm. Richtig, richtig Parcours. Ja, immer schön laufen. Ja. Ich möchte bitte noch insistieren, dass wir bitte noch den Hund retten. Der wird da nicht zurückgelassen. Conny? Ja. Mal hier, oh, hier ist noch eine Ausweis. Von? Das ist 3. Oder 4? Francis Morello. Morello, Vorname Francis, Anschrift, 78, Beschränkung keine, Klasse C, Ende keins, Geschlecht M, schwarz, braun, 5, 11, okay, 3, ja, okay. Warum nehmen die eigentlich solchen solche Informationen nicht eigentlich mit? Tja. Inferno. Thanks for the day out. Und du Francis. Was? Danke für den besten Tag aller Zeiten, Onkel Francis. Ach, Uncle sollte das heißen. Und nicht Undo. Undo. Undo Francis. Kannst du hier einfach wieder runterspringen? Jo. Können wir denn eigentlich jetzt hier rüberspringen und uns ein Boot krallen? Nein, aber wir können uns was angucken. Du kannst dir eine Badekappe aufsetzen hier. Was ist denn bitte? Ein Badeschlüpfer? Weiß ich nicht. Das Schöne ist, ich. Was sehen wir hier? Klappen? Ja, I don't know. Warum kann ich mir das angucken und es wird nichts getriggert? Ja, das ist wirklich komisch. Gut, springen wir wieder zurück. Haben wir uns umsonst angeschaut. Gute Hot Pants. Jeansstoff, ja. Naja, halt so eine knappe Jeans. Früher in den 90er sind Kerle mit sowas rumgelaufen. Das ist unglaublich. Ich dachte, wenn wir also, erst mal draußen wären. Ich wäre ganz fürchterlich. Also, das sollte niemals ein Mann tragen. Irgendwie. Dazu so. Noch schöne weiße Tennissocken und so eine schöne Römerlatschen. Ja, ist doch super. Epic Fail, Alter. Und noch eine Münze. Die finden wir jetzt wirklich sehr häufig. Ja. Also unverschämt häufig. Und jemand hat hier den Sparschwein geschlachtet. So, waren wir denn hier hinten schon mal gewesen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen jetzt da mal gucken. Mit Jamie. DDR-Hot Pants für Männer. Ja. Ganz schreckliche Scheiße, Alter. Wirklich. Das ist. Dass da die Frauen nicht gesagt haben, zieh das nicht an! Du gehst so nicht raus, Hermann! Okay, kann ich hochklettern? Hier kann ich eine Hand untersuchen. Ja, da ist aber auch ein Schlüssel. Geschafft. Schuppen. Also die Hand interessiert sie aber auch wirklich null. Ja. Diese blutige. Also. Nee. Jetzt kannst du vorne rennen,
Ja, wahrscheinlich. Also ich kann ja mal gucken, kann ich hier hochklettern? Hallo? Klettern? Klettern Sie? Nein? Okay, hochklettern wäre keine Option. Vater, zieh wenigstens Schlüpper drunter. Ja, nee, meistens hat er so... tut mir jetzt so eine halbe Klöte rausgekickt. Irgendwie ist auch schon mal passiert im Sitzen. Denn irgendwie sitzt irgendwo draußen in der Gaststätte und kickst immer so rum. Ah! Ihr geht! Heilige Scheiße. Ist es Francis? Die Hand wurde abgeteilt. Ja, ansehen. Geheimnis gefunden. Aha. Die Hand wurde abgeteilt. Nee, ist eine Frau. Ist es Frau Morello? Nee. Nee. Frau Morello war die, die ihren Kopf verloren hat. Die uns da entschieden purzelte hinter der Matratze. Okay. Ach ja. Ja. Stimmt, da war ja was. Okay, jetzt haben wir uns das angeguckt und können jetzt wieder zurückrennen. Cool. Was haben wir jetzt? Das war jetzt ein Geheimnis. Ein Secret. Ein Secret. Aber was genau das jetzt bedeutet? I don't know. Ich sehe gerade. Ich hänge hier an meinem Kabel. Oder ich stehe auf meinem Kabel. Männliche Leiche gefunden. Das ist eine Frau. Haha. Na, hatte die. War da nicht irgendwie ein Vorbau? Oder habe ich mich getäuscht? Also klar, wenn da jetzt männliche Leiche stand, war eine männliche Leiche. Aber das wirkte auf den ersten Blick doch wie eine. Gut, ich gebe zu. Halt mit einem ordentlichen Oberarm. Aber wer weiß. Vielleicht Kugelstoßer, Kader. Hm. Aber es wirkte doch. Voluminös an der Bluse. Ja, da gebe ich dem Stiebe recht. Aber wenn ein Spiel sagt, männliche Leiche gefunden, denn, naja, wer bin ich, dass ich richte? Männliche Leiche gefunden, das ist eine Frau. Achso, genau, das war das. Divers, divers. So. Dann. Aber es war nicht Francis, oder? War jetzt nicht der, der eigentlich ursprünglich mit dem Mädel abgehauen ist, oder? Also einen anderen Schwarzen mit Glatze habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Warum? Also, warum sollte ich jetzt in dieses creepy Haus gehen? Ich suche das Bauernhaus. Ja. Das Bauernhaus. Okay. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Gehört die Leiche aus der Hand aus dem Pool? Oh. Das ist natürlich. Das ist, ja. Kann sein, ja. Ja. Vater, du alter Fuchs. Oh, Conny! Schnusepesel! Hasenhörchen! Komm zu Mama! Ja! Oh Gott! Und hier steht der Sessel. Hier steht der Sessel. Okay. Mann, der Typ ist aber auch überall, Alter. Und auf einmal hat er die Axt wieder. Alles gut, Kleiner. Zeit schon. Ich tu dir nichts. Auch wo er hier uns verfolgt hat mit Charlie und Mark? Stimmt, da muss noch ein Messer her, wa? Naja. Vielleicht nicht ganz konsistent geschrieben. Jetzt ist die Frage, wie ich das hin? Müssen wir den Hund rausjagen und... Scheiße, der Hund? Nein. Der Kurator links! Nein, nee, komm, nö. Ah, da blickt er ihn. Nee. Also dein Charakter bin ich aber. Also, Sarah, nee, da bin ich auch nicht dafür. Bin ich ehrlich, das mach ich nicht. Also das geht doch zu weit. Wirklich. Conny!
Also das war ja mal wirklich, wirklich finsterste, finsterste Normalwesen. Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Leute sich dafür entschieden haben. Schweine! Ja. Zum Glück sehen wir, glaube ich, keine Statistiken, wer sich für was entschieden hat. Ja, so wie bei Walking Dead. Bob! Walking Dead. Okay, wir sind aber trotzdem weggekommen. Also, ja, ne? Wie die nur auf dem Kanal sind. Immer wenn ich sage, plop! Es ist tatsächlich so, dass wir die Spiele, die hier spielen, meistens auch auf unserem YouTube-Kanal zeitversetzt releasen irgendwie und da ploppt dann meistens noch ein Titel auf. Also nicht wundern. Wir sind nicht verrückt. Nur ein bisschen. Der Leuchtturm. Ja, und wir haben quasi eine Schranke gerade, ne? Lichtschranke? Bewegungs... Ja, genau. Sind Sie hier? Wir müssen irgendwie reinkommen. Ja, für den roten Knopf hat sie sich auch entschieden. Ja, und eins nach dem anderen. Ja, beim Hund hört es aber wohl auf, oder was? Also ehrlich. Vater, bitte dich. Gehen wir rein. Lol, ja. Ja. Der dynamische. Schalte den Leuchtturm ein. Erkunde den Leuchtturm. Ach, Mano. Das ist alles Grand Final. Grand Final, Benny. Ich sag's dir. Das ist Münzen. Das ist nicht schön. Cash, Money, Money, Cash. Ah, der Benny weiß, wo die Kohle liegt. Gibt's hier noch was? Nee. Es ist aber auch duster. Ja, creepy. Wirklich, wirklich. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, Sackgasse. Ey, ich sehe nichts, wa? Und dieses mit dem Blitzlicht, das ist überhaupt nicht so ganz meins. Ja, das glaube ich niemanden. Hallo? Jemand da? Ich bin ein Paparazzo. Sag mal hier. Evidence. Ein Beweisstück. Weiß. Okay. Beweis, Adresse, Chicago PD, Beweisstück 1612 West State Street. Fallnummer, schieß mich tot, Beweisnummer 21, okay. Sicherungsdatum, okay, 1998. Um 6 Uhr entdeckte ich, Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Mundy. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Dentalgeräte. Ah. Und chirurgische. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Genau. Ende des Berichts. Ist natürlich sehr einfach, ne, das so zu behaupten. Ja, um den Bericht einfach zu schließen. Ja, die Akte, genau. So, hier gibt's noch was? Ach, guck mal an. Grantham Dumetz. Dumetz. So, eine weitere Visitenkarte gefunden. War jetzt, glaube ich, die dritte? 3 von 5, ja. Die restlichen haben wir, glaube ich, alle übersehen. Ja, ist auch, glaube ich, jetzt so für die Story nicht so ultra relevant. Oh, was haben wir hier? Ist das die Geburtsurkunde? Nee. Na, vielleicht auch, University. Abschluss. Genau. Hector Waylon Mundy. Bachelor of Science of Psychology. Okay, hiermit verleihen wir Hector Waylon Mundy den akademischen Grad im Bachelor of Science für Psychologie. Ja. Okay, können wir hier noch irgendwie umdrehen? Nee. Gut. Oder eigentlich nicht, weil das macht ihn nicht besser. Eher gefährlicher. Ja. Absolut. Oh. Eieiei. Ich will mein Team tot. Charlie! Ich hab diesen Scheiß nicht gesagt. Ja. Erzähl mal. Und pass auf. Mein Team geht tot. Ich regel das. Das war mein Befehl.
Ich bin so ein Idiot. Ich wollte so sehr, dass das klappt, dass ich ihm einfach alles geglaubt habe. Das ist geschnitten. Und das gar nicht schlecht. Überzeugend. Warum wird er mich? Will er mich zum Sündenbock machen? Ja. Zertifizierter Psychopath. Absolut richtig, Helmer. Absolut richtig. Ich habe für einen kurzen Moment habe ich echt gedacht, dass haben wir alle. Haben wir alle, Benny. Dass der gute Charlie richtig fies Dreck am Stecken hat. Okay. Geschlossen. Okay. Gibt's hier noch Münzen? Nee, keine Münzen. Hier gibt's noch ein Radio. Oh, hier gibt's noch einen Key. Schlüssel, okay. Für ein Boot. Ja. Kurs aktualisiert. Da ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Wer hat hier gerade die Tür zugemacht oder aufgemacht? Eins von beiden? Der Wind, Benny, der Wind. Ja, genau, der Wind. It's just the wind. Was war? Wie? Wo? Hier gibt's noch was, ein Bild zu anzusehen. Von Mark und Jennifer. Edwards. Okay. Sind das die Leuchtturmwärter? Das Paar? Ja, die ehemaligen? Ist hier noch irgendwas Schönes zu finden? Machen wir Licht an? Nö. Okay. 1965. Jetzt geht's aber ab hier. McLarence. Ich dachte, ich sollte dir die Neuigkeiten schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe es das nicht. Allein. Meine Eltern... Geiler Satzumbruch, Alter. Allein. Meine... genau. Meine Eltern helfen mir, aber sie sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause, Clarence. Bitte. El Monday. Eieiei. Der hat den Sohn? Naja. Macht der so... Macht der Sachen... Hector ist der Sohn, von dem da gesprochen wird. Wer ist oder... Seine Mutter. Oh! Mein Herz. Ich bin ein Hundemensch. Was für eine Wahl. Ja, nur eine blöde Katze. Alter, wieso machen die denn sowas? Mann, ist das denn nicht schon schlimm genug, ey? Oh. Okay, hier geht's hoch zum Leuchtturm. Ich lenke mich jetzt einfach ab, indem ich jetzt hoch hier zum Leuchtturm renne. Ist mega. Oh. Gott, das war ja gerade wieder... Na, alle wieder wach. Meine Güte. Oh, mein Herz. So, finden wir noch auf dem Weg hoch in den Leuchtturm Münzen? Nö, aber ich tippe darauf, dass wir irgendeinen Elternteil da oben finden. Ich tippe auf die Mutter. Nee, oder? Meinst du? Ja, das würde aber heißen, dass Hector sich absolut krass auf dieser Insel auskennt, ne, wenn er hier groß geworden ist. Ja. Untersuchen. Piep. Oh, wir haben keinen Strom. Charlie, wir haben keinen Strom. Come on. No way. No way. Doch, du wirst jetzt hier, leider Gottes, hier rüber stolzieren. Brandtasten. Mal sehr dramatisch aus. Ja, vor allen Dingen auch, also er hat ja die Option, entweder da so, don't look down. Don't look down. Würde keiner mit Höhenangst machen. Keiner. Genau. Aber du hättest ja auch die Möglichkeit, einfach eine Scheibe einzuschlagen und dich genau. Und einfach hier so durchzuklettern dann. So, fertig aus. Ja. Ja, also mach hier das Ding kaputt, ist eh schon alle Kruke, stört keine Sau. Ja. Also ich kann sagen, ich habe Höhenangst, ich würde nicht machen. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Ich würde sagen, Charlie, komm mal hoch, zieh mal rüber. Nicht mit Papi. Ja. Ha! Oh! Okay. Ist es jetzt an, oder? Ich glaube ja, das sieht so aus, ha? Okay. Gut, dann klettern wir hier wieder rüber. Also wirklich, mach doch einfach irgendwas kaputt, kletter rein und gut ist. Mann! Und wenn du dir deine Jacke einfach irgendwie als, ne, um die Faust rumwickelst zum Schutz und dann schlägst du dagegen. Fallgurtsicherung wäre toll. Oh,
So, jetzt drücken wir nochmal den Knopf. Push! Au! Oh Gott. Au! So, und jetzt guck genau ins Licht rein. Oh. Mach es. Damit du richtig blind wirst. Ja! Wann ist er denn einfach nur, was ist er denn für... Fuck yeah! Wow! Wir ja. wissen auf jeden Fall, ja, wir wissen jetzt hundertprozentig, wo wir sind. Richtig. Das ist semi-gut. Was ist das? Hört sich an wie ein Morsecode. Aber also... Nee, okay. Server? Defekte Platten? I don't know. Da überspielt jemand noch eine VHS-Kassette. Oh, das ist auch schön. Wo zur Hölle ist Charlie, Alter? Hey! Charlie ist weg. Hey, hier dafür oben! Jamie! Jamie? Hey. Hintergrund, Hintergrund, Hintergrund! Ja, da ist, Akteur. Warte mal, Charlie hat doch jetzt den Schlüssel gefunden, oder nicht? Ist der jetzt mit dem Boot abgehauen? Nee. Also, keine Ahnung. Gute Frage. Da könnte ich mir bei ihm... Was zur Hölle stinkt hier so? Finde die anderen, er kommt in die Leuchtung. Ja, erstmal lesen wir uns hier ganz in Ruhe das hier durch. Da bist du ja. Was? Das überrascht mich. Was? Du kannst also auch pünktlich sein. Was? Was willst du von mir? Das klingt nach Mutter. Okay, komm. Brief bei was? Soundports Cemetery, Church Road. Sehr geehrter Mr. Monday. Ich möchte Sie über einen Vorfall bezüglich Ruhestätte R357P12-4 informieren. Da das Nutzungsrecht bei Ihnen liegt, ist es meine Pflicht, Sie über einen Vorfall bezüglich Ruhestätte zu informieren. Ein Stück Boden wurde aufgewühlt und der Grabstein von seinem Sockel entfernt. Ich weiß, dass es sich um das Grab Ihrer verstorbenen Mutter Lucinda Monday handelt. Und verstehe daher, dass diese Nachricht verstörend wirken könnte. Leider verursachen hiesige Wildtiere mitunter solche Schäden und wir vermuten, dass dies hier der Fall ist. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit ist es unsere Pflicht, die Instandhaltung unserer Grundstücke auf einem sehr hohen Niveau zu gewährleisten. Und wir haben uns schnell darum gekümmert. Es ist kein dauerhafter Schaden entstanden. Mit freundlichen Grüßen, Jeffrey Gray, Grabpflege. Also ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, es waren keine Wildtiere. Ja, das würde wenn ich jetzt sie auch schon sagt irgendwie, was stinkt denn hier so? Und man hört diese charmante Stimme irgendwie aus dem Kassettenrekorder. Dann, schön. Vielleicht ist es aber auch nur das gute Essen hier, was ja so ein bisschen riecht. Lucinda heißt die Mutter, ich dachte Cecilia. Nee. Nee. Pfui. Deibel, Alter. Okay, da konnte jemand... Was zum Teufel ist das? ...nicht Abschied nehmen, ordentlich. So. Ist ja jetzt nicht sein Ernst. Doch, es ist sein fucking Ernst. Ach du Scheiße. The boy who loved. Du bist ein egoistisches Monster. Ja. Warst es immer schon. Der Junge, der Gruselgeschichten liebte. Helen Blake. Ich hab sie was gefragt. Aufwachen. Die wird nicht mit dir reden können. Der einsame Junge liebte es, Gruselgeschichten zu lesen. Wow. Er las Tag und Nacht Gruselgeschichten. Oh, wow. Geht's weiter? Okay. Ach du Kacke. Er lebte bei seiner Mutter, aber sie war sehr streng. Leg das Buch weg. Der Junge hatte es satt, dass man ihm sagte, was er tun soll. Das ist unfair. Könnte Steven sein. Das ist nicht fair. Ja, weil du es immer gerne sagst, so von wegen, das ist nicht fair. das Buch brachte ihn auf eine Idee. Rache! Der Junge schlich durch das Haus. Was? Er sprang herum und schrie und erschreckte seine Mutter. Er liebte Gruselgeschichten. So, geht's weiter? Nee, das war's. Okay. Ich wusste, was passiert. Leg das sofort wieder zu deiner Lieblingsseite. Vorhersehbare kleine Göre. Ich kenne dich. Halt's Maul. Ich geh weg. Ja, halt doch einfach deine
Fresse. Ach, schön, schön. Okay, also jetzt sind wir jetzt eigentlich beim Leuchtturm oder nicht? Ja, also. Also wir sind jetzt auch mit Jamie am Leuchtturm und müssten jetzt normalerweise Charlie und Mark finden, oder nicht? Mark? Hörst du mich? Tolle Mama, absolut. Mutter des Jahres. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Alles gut? Er ist okay. Er versucht, dieses verdammte Licht anzumachen. Es hat er doch schon geschafft. So okay sieht er nicht mehr aus. Was ist denn mit... Warum? Was ist mit ihm passiert? Ich weiß es nicht. Was ist mit dir passiert? Oh, heldenhaft. Okay. Und wie geht's jetzt weiter, Freunde? Wo ist Kate? Wir müssen echt weiter. Wo ist sie? Mark, tut mir leid. Oh shit. Oh mein Gott. Ja, er weiß ja nicht warum und so, ne? Und. Ne? Und so weiter. Das ist so die Ursache. Aber selbst wenn, es ist ja noch keiner da, der Hilfe anbieten kann, irgendwie. Nee, wir haben doch vorhin, warum hält er sich den Bauch? Wir haben doch vorhin so einen Schlüssel gefunden für Boot. Oder nicht? Ja, aber wir wissen ja nicht, wo Boot ist. Da gebe ich dir recht. Was? Aha, Bootshaus. Da könnte vielleicht ein Boot sein. Okay. Jetzt wissen wir, wo es Boot ist. Aber dann hätte man sich alle mit dem Leuchtturm sparen können. Hätte man da jetzt nicht hochjuckeln müssen. Oh, Police! State Police? Ja, wenn die uns jetzt wirklich auch helfen, nicht, dass die nachher mit dem unter einer Decke stecken. Ich würde mit der Welle auch schwimmen, sagt der Junge. Ja, absolut, ja. Warum hält er sich den Bauch? Raucherlunge, naja, Seitenstichen, mach. Ach. Trooper. Oh Gott, oh Gott! Hast du das gesehen? Genau. Was zur Hölle? Nein. Nein. Oh. Nein, Alter. Handflächen nach vorne! Hände hoch! Francis und sein Sohn, war. Oh nein. Er war oder das. Sein Neffe. Keiner sein Neffe. Redet! Ich sagte, die Handflächen nach vorne! Zum Glück sind sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß, was hier los ist, rührt sich niemand. Subtil. Subtil. Hinter ihn? Shit, hinter ihn! Ernsthaft, Lady? Ja? Wenn du jetzt einfach wild um dich... What? Nein, 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 nein. What? Da! Tja. Weg hier! Knall oder Pfefferspray? Hol dir die Waffe, lauf! Sauber alle Tritt. Komm, wir holen uns Waffe. Die Waffe. Nimm sie! Du weißt immer, wie das in dem Spiel mit Waffen aufnehmen. Okay, dann nimm Pfefferspray. Da hilft seine Maske nämlich genauso wenig. Hoffe ich. Man muss natürlich sehr nah ran, ne? Na los! Also entweder sind die verdammt flink, der andere zu langsam, aber auf einmal ist der andere dann wieder da. Was ist... Also, ach, hallo, da ist ein Boot. Schön. So plötzlich. Cool. Kein Mox. Genau. Entweder keine Batterie oder... Die Zündkapsel fehlt! Komm schon! Mach schon! Oh, Conny, komm! Hey, Conny!
Da bist du ja. Woher kennt er denn jetzt Conny? Er hat nie was von Conny gehört. Ja, und er läuft einfach so durch, ja. Jetzt streng dich doch einfach mal an. Ja, gib Gas! Das ist schon so ein bisschen Freitag der 13. Allüren jetzt gerade. Ja. Ja. Und pass auf, rate wer am Boot hängt. Ja, mit der Axt am Boot hinten festgekrallt. Und wenn sie dann anhalten und so denken, ja, wir haben es geschafft, dann kommt Surprise. Surprise, Motherfucker. Michael Myers. Nee, Michael Myers nicht. Jason Voorhees. Jason. So, jetzt wird er doch gleich hinten irgendwie überrascht. Ja, ja, geschafft. Als ob. Ist das vorbei? War's das? Nee, ich kann mir nicht vorstellen. Wir knallen jetzt noch in irgendeinen Felsen. Ach, wow. Was? Wie überraschend kam das denn jetzt? Na Mensch. Ja, aber er ist doch in einer beschissenen Position. Tritt ihm ins Gesicht. Keine Ahnung, mach. Oh, ja, jetzt ist es zu spät. Oh, oh nö! So, Charlie, ey, jetzt. Huh! Ich meine ja. Das war knapp. Zack! Alle hüpfen aus dem Boot. Ah. Und dann wisst ihr, dann wird wahrscheinlich einer, wenn wir wahrscheinlich alle über Bord springen. Und er alleine. Mini Feldenknall. Nimm die Axt! Und ins Gesicht mit ihm. Und? Show me your face. Ach man, schade. Ja, wie es sich gehört für so eine ikonische Mörderfigur, wa? Sehr gut. Oh. Verkehrte. Die fliegt Rückhand. Oh, scheiße. Ja, du. Machst du jetzt auch was, oder? Feel free, Jamie. Irgendwie. Mach mal was. Ja, angreifen. Wer ist damit? Ins Gesicht. Okay. Er ist wenigstens abgelenkt. Jetzt kann der andere wenigstens irgendwie noch was machen, aber nee. Oh shit. Oh komm! Los. Ah, gut so, Benny. Komm, Mark. Rappel dich auf, Jamie. Oh shit. Los, Mann, du hast doch noch einen Schraubenzieher. Und jetzt direkt ins Gesicht. Schön. Oder auch nicht. Okay, der ist erstmal schön versenkt worden im Brustkorb. Oh, 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 fies. Jetzt kommt Herr Jungers Plan zum Tragen, es werden eh alle schwimmen. Also, so wie es aussieht, sollten sie nach vorne gucken. Okay. Oh. Don't look back in explosion. Ah. Na bitte, kommt jetzt eine Hand, die die Maske runterzieht? Weiß ich nicht. Radio. We get it! We get it! Seid ihr euch sicher? Also wenn sie diese Song nicht zum Lächeln bringen, dann weiß ich auch nicht. Nach der Pause spielen wir einige ihrer Classic-Rock-Favoriten ohne Unterbrechung. Keine verdammte Werbung. Also, ich würde mich freuen, aber... Nein, doch bitte doch nicht. Oh. Nein, bitte doch nicht. Shit! Das war doch jetzt gerade nicht die Bremse, das ist doch das Gaspedal gewesen, was er getreten hat. Ich sah auf und da standen sie mitten auf der verdammten Straße. Wedelten wild mit den Armen wie so ein Haufen Verrückter. Und wo kommen sie her? Ah, Fort Wayne. Bin seit 3 Uhr morgens unterwegs. Frühschicht? Naja, ich wollte um 8 Uhr im Hafen sein.
guck mal. Das schaffe ich wohl jetzt nicht mehr, glückliches oder? Ende. Glückliches Ende. Eher nicht. Oh, endlich durchatmen, Helmer. Ja. Und Conny hat mit überlebt. Alter, also, das hätte mal wirklich schwimmen können. Also. Jetzt ist die Frage, wird Jamie Mark erzählen, was mit Kate passiert ist? Na, die wird mal schön sein lassen. Ja. Eine Kippe gefällig? Ja. Hör doch einfach auf zu rauchen. Lass es einfach sein. Ja? Ich hör auf. Applaus dafür. Ja, wie ist das so schön irgendwie? Die letzte Kippe ist die beste. Vertrau mir, ich hatte Tausende. Okay, aber hey, 3 von 5 Leuten haben überlebt. Das ist doch eigentlich ein guter Schnitt für ein Anthology-Spiel. Ja, oder? Aber ich weiß nicht, also ich hätte gern noch Aaron länger überleben lassen wollen, also auch mitgenommen, ne? Die leider als erstes gestorben ist. Gut, Kate war jetzt... Ja. Eine schlechte Quote. Ja, das stimmt. Für die Teile, die wir davor gezockt haben, ich glaube, da sind ein paar mehr gestorben. Bei manchen Teilen. Was sagt der Kurator jetzt noch zum Schluss? Und was können wir mit den Münzen machen vor allen Dingen? Das ist großartige Season-Finale jetzt. Das... Alle durchgestrichen. Hector Monday. Grantham Dumet. Er hat Dumet nicht durchgestrichen. Vielleicht ist er Dumet. What? Da sind sie. Alles hat einmal ein Ende. Aber wie gut war dieses Ende für unser Filmteam? Leider haben sie einige Seelen verloren. Nun, Ruhe in Frieden. Kate, das letzte Close-up und Cut, das war's. Und Aaron, die Neue im Team hat alle mit ihrem Mut überrascht, doch jetzt... ist sie wohl im großen Tonstudio im Himmel. Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Jamie weiß jetzt, dass sie anderen vertrauen und mit ihnen arbeiten muss. Mark, er musste aufhören, auf die Anweisungen anderer zu warten. Er musste seinen eigenen Weg finden. Und Charlie hat jetzt verstanden, dass ein Anführer mehr tut, als Befehle zu geben. Er musste die anderen als gleichwertig behandeln und mal die Führung abgeben. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Nein, nein, komm, Alter. Don't grab the mask. Die Mucke klingt ja schon so. Auch mit dem Handschuh.
Mm. Er ist der Kurator. Die Folge der Ereignisse Verdammt. Ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Oh, guck mal hier. Wir können jedoch bestätigen, dass gegen kurz auch. Nach 7:30 ein LKW-Fahrer angehalten wurde, um Hilfe zu leisten. Kurze Zeit später war auch die Polizei vor Ort. Geschafft. Die überlebenden Personen sind Teil eines Filmteams. Lannet Entertainment. Das Team hinter der Doku-Serie Architects of Murder. Verdammt. Anscheinend sind sie ihrem Stoff tatsächlich etwas zu nahe gekommen. Und wurden leider selbst zum Opfer. Zumindest hat ihr Albtraum jetzt ein Ende. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit. Was? Ja, ich habe so viele Klicks, ich habe was gewonnen. Jetzt sag schon. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für 5 Personen auf einer Insel. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ja, Mr. Dumet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Dumet? Okay. Das wird ein Riesenspaß. Und es beginnt von vorne. Die Geschichte, die sich immer wiederholt. Humanity's future home. Staff it out.
Direktive 8020 sofort abgeholt. Hat mich sofort abgeholt, Alter. Kommt definitiv auf dem Kanal. Das ist ja der Hammer. Okay. Das ist ja der Hammer.